Ich weiß noch ganz genau, wie ich meiner Mama damals bei WhatsApp geschrieben habe, dass ich das jetzt machen möchte. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und habt es euch gut gehen lassen und vor allem, dass ihr Lust auf das Jahr 2021 habt. Den ersten Monat wird es nämlich hier sehr grün auf meinem Kanal und zwar dreht sich alles um das Thema vegan werden. Im neuen Jahr nimmt man sich ja oft Neujahrsvorsätze vor oder möchte sich selbst was Gutes tun oder auch was ändern oder vielleicht auch mal was Neues ausprobieren und vielleicht habt ihr ja mal Lust, in den veganen Lebensstil hineinzuschnuppern und den vielleicht mal für euch auszuprobieren, neu für euch zu entdecken und dabei möchte ich euch gerne unterstützen. Vielleicht habt ihr ja noch gar nichts mit der veganen Ernährung am Hut, habt da nun mal was drüber gehört und braucht dafür noch Basics und Tipps oder ihr seid irgendwie vegetarisch und wollt vielleicht demnächst auf die vegane Ernährung umsteigen oder ihr habt Familie, Bekannte und Freunde, die ihr gerne mal den veganen Lebensstil näher bringen möchtet. Deshalb machen wir aus den beiden Wörtern vegan und Januar den Veganuar und es kommt jeden Tag diesen Monat ein neues Video online, wo ich euch verschiedene Tipps und Tricks und Basics und auch Rezepte zeige, verschiedene Inspirationen, auch aus meinen Erfahrungen spreche und ich hoffentlich gute Ratschläge geben kann für einen einfachen Start in den veganen Lebensstil. Also ihr könnt euch hier und auch bei mir auf Instagram auf viele Einkaufstipps und vegane Basics, super leckere, süße und herzhafte Rezepte, ganz viele Inspirationen und auch tolle Gewinnspiele freuen. Ich dachte mir so für den Anfang, kann ich aber einfach erzählen, wie das bei mir so damals war, als ich vegan geworden bin oder so ein bisschen meine vegane Story mit euch teilen. Dafür machen wir einmal einen kleinen Zeitsprung und zwar ins Jahr 2013. Und zwar bin ich Ende des Jahres da erstmal auf das ganze Thema Veganismus aufmerksam geworden. Das hatte bei mir auch gesundheitliche Gründe. Ich hatte nämlich ziemlich lange davor mit so starken Ekzemen an meinen Händen und Fingern zu kämpfen. Das hat halt immer super doll gejuckt. Ich konnte manchmal gar nicht frisches Obst und Gemüse schneiden, weil dann halt diese Säfte, die dabei ausgetreten sind, so doll an meinen Fingern wehgetan haben und ich das Jucken fast gar nicht ausgehalten habe. Also meine Mama hat mir immer so Handschuhe dafür gekauft und dann zum Schlafen hatte ich auch solche Stoffhandschuhe, damit ich halt das alles nicht so aufkratze. Und ich war dann halt natürlich bei verschiedenen Ärzten, die haben verschiedene Allergietests bei mir gemacht und ich habe auch super viele verschiedene Cremes verschrieben bekommen, aber gefühlt hat da irgendwie nichts genützt. Also es hat einfach leider nichts geholfen und meine Mama kam dann irgendwann auf die Idee oder auf den Gedanken, dass es ja irgendwas Seelisches oder Inneres sein könnte, also so von innen heraus, dass sich dann im Äußeren widerspiegelt und da kam mir dann halt auch so die Idee, dass es ja vielleicht an der Ernährung liegen könnte. Vorher war ich halt so hin und wieder vegetarisch unterwegs und habe mich dann halt so ganz viel belesen, mich ganz viel informiert und dann bin ich halt irgendwann auf das Thema Veganismus gestoßen. Und das hat für mich auf einmal alles so Sinn ergeben, weil logischerweise kann man ja mit seiner Ernährung, seinem Körper von innen heraus was Gutes tun, was sich dann natürlich auch im Äußeren widerspiegelt. Und dann die erste Person, auf die ich auch so richtig gestoßen bin, die mich so sehr inspiriert hat, war Fully Raw Christina. Vielleicht sagt das der eine oder dem anderen von euch was. Die ernährt sich ja roh vegan. Für mich war halt so klar, okay, Obst und Gemüse kann ja nur gesund sein und ich weiß noch ganz genau, wie ich meiner Mama damals bei WhatsApp geschrieben habe, dass ich das jetzt machen möchte und meine Eltern waren zum Glück schon immer sehr unterstützend in allem, was ich so vorhatte und meine Mama informiert sich dann auch immer ganz doll über ein Thema, wenn ich irgendwie mal wieder eine neue Idee habe und ja, dann haben wir das so ein bisschen zusammen angefangen. Sie hatte dann natürlich auch genauso wenig Ahnung wie ich von dem ganzen Thema und wir haben uns da, glaube ich, letztendlich etwas überstürzt, reingestürzt. Ich habe es dann auch nicht so lange durchgehalten, also ich hatte halt gerade abends dann nicht mehr so Lust auf Rohkost oder irgendwie Salat und ich glaube gerade hier in Deutschland ist es halt ein bisschen schwerer, sich roh vegan zu ernähren, gerade im Winter. Dann habe ich auf jeden Fall irgendwann Freely the Banana Girl auf YouTube gefunden und sie war dann so meine nächste große Inspiration und ihr Motto oder ihr Lebensstil ist halt Raw till 4, das heißt man isst halt morgens und mittags roh vegan, also raw und dann ab 4 halt gekocht, also zum Abendessen und das hat mir halt richtig gut getan. Ich war so total begeistert von allem, dass ich halt so viel Obst und Gemüse essen konnte und auch so riesige Mengen essen, weil sie hat ja auch mal so promoted High Carb, Low Fat und das hat mir auch zu dem Zeitpunkt richtig gut getan. Ich habe mich da sehr wohl mitgefühlt und hatte wieder ganz neue Freude am Kochen und habe ganz viele Lebensmittel irgendwie neu für mich entdeckt. Und ich weiß noch, wie wir damals echt so riesige Einkäufe gemacht haben, auch mit so ganz vielen Bananen und frischen Früchten und dann habe ich immer so Smoothies mit 10 Bananen oder so getrunken und ich weiß noch, wie meine Familie und mein Umfeld das, glaube ich, ein bisschen crazy fand.
entspannt. Ich glaube, noch meine Freundin Toni erinnert sich da ganz gut dran, wie ich dann auch zum Mittagessen manchmal nach der Schule mit zu ihr gekommen bin und hatte ich mal meine Bananen mit dabei und habe die dann halt einfach gegessen, während alle anderen irgendwie was Gekochtes verspeist haben zur Mittagszeit. Bei mir war es auf jeden Fall auch nicht, dass ich von heute auf morgen vegan geworden bin. Das war eher so ein Prozess und ich glaube, ich habe mich bis heute da irgendwie auch sehr weiterentwickelt, gerade in Sachen Ernährung. Und ich glaube, Käse war somit das Letzte, was ich irgendwie so losgelassen habe. Aber mittlerweile und gerade heutzutage gibt es da ja auch wunderbar viele und leckere Alternativen. Mittlerweile esse ich auf jeden Fall auch wieder morgens oder mittags gekochte Sachen. Auf jeden Fall das, worauf ich Lust habe. Versuche immer möglichst gesund zu essen, aber lieber auch so vegane Ersatzprodukte oder veganes Fastfood. Und habe da, glaube ich, so eine ganz gute Mischung und Balance gefunden. Und bin halt einfach an dem Thema ganzheitliche Gesundheit sehr interessiert. Ich bin ja auch gerade in einer Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin, weil ich es einfach so liebe, mich mit den Themen Nährstoffe und Lebensmittel und Gesundheit und Lebensfreude auseinanderzusetzen und dann mir halt neues Wissen anzueignen, das natürlich auch an euch weitergeben zu können. Vor allem mache ich mir auch nicht mehr so großen Stress mit dem Thema Veganismus. Also als ich ganz am Anfang stand, da wollte ich am liebsten, dass jeder, den ich kenne, sofort auch vegan wurde. Und ich war dann immer so ein bisschen beleidigt, wenn dann nicht alle die Sachen gegessen haben, die ich gegessen habe oder nicht auch sich sofort für diesen Lebensstil entschieden haben. Aber ja, heutzutage gebe ich einfach gerne Inspiration und beantworte gerne Fragen und zeige halt, wie ich das so mache. Und ja, meine Überzeugungen sind halt einfach, dass ich das für meine Gesundheit mache, natürlich für die Tiere und auch für die Umwelt. Vielleicht habt ihr ja Lust, auch eure vegane Story in den Kommentaren kurz zu teilen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich finde sowas immer super spannend. Oder vielleicht sogar eure Motivation, warum ihr jetzt den veganen Lebensstil im neuen Jahr mal ausprobieren möchtet. Ihr könnt mich auch super gerne Wünsche oder Ideen noch wissen lassen, was ihr gerne im Veganuar sehen wollen würdet. Also ich habe da halt so eine grobe Planung. Es ist schon vieles Tolles für euch geplant, aber ich bin da auch noch sehr offen, falls ihr da bestimmte Themen habt, wo ihr unbedingt noch Hilfe braucht oder bestimmte Tipps. Ja, ich hoffe, das erste Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann ja auch schon morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Bye!